Da sind wir mal wieder, ein bisschen was tun. Wir haben uns hier in eine schöne, gemütliche Ecke zurückgezogen. In eurer Pause, wenn ihr ein bisschen an der frischen Luft seid oder der mehr oder weniger frischen Luft. Und ja, mein Name ist Andrea, eventuell kennt ihr mich ja schon. Ich bin auch vom TV 1875 Paderborn und mache mit euch jetzt hier so ein bisschen leichte Bewegung in der Pause. Wir fangen auch direkt mal ganz locker an. In der Pause muss man ja schon mal aufs Dixi-Klo. Genau die Übung dazu machen wir jetzt. Und zwar, stellt euch schön parallel hin. Jetzt stellt euch vor, da hinten ist das Loch. Da will keiner drauf, aber ihr müsst. Das heißt, ihr schiebt euren Hintern ganz weit nach hinten. Die Nase will auf dem Dixi-Klo keiner unten haben. Die bleibt oben. Und ihr müsst vorne die Tür festhalten. Wir halten das mal ein paar Sekündchen. Ja? Lächeln, weil es geht euch ja besser. Dann wieder hochkommen und dann wieder den Pöter über das igelige Loch schieben. Vorne die Tür festhalten, Nase bleibt oben. Kurz lockern und wieder hoch. Achtet bitte darauf, dass eure Knie auch schön außen bleiben. Das heißt, hinten rausschieben, Oberkörper aufgerichtet lassen und nicht die Knie zusammensacken lassen. Und ein letztes Mal schön nach hinten schieben, Tür festhalten und genießen. Sehr gut. So, wir aktivieren jetzt ein bisschen die Waden, die Fußgelenke, arbeiten gleichzeitig an der Aufrichtung, die Rückseite, Gesäßmuskulatur ein bisschen langziehen. Ihr greift und zieht euch mal richtig hoch. Aufrichten dabei. Zack. Und mit dem anderen Bein. Zack. Ja? Und noch einmal. Hoch. Und dabei werdet ihr schön groß. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen die Waden dazu. Das heißt, wir gehen mit dem ganzen Körper hoch. Noch einmal von der Seite. Hoch. Hoch. Noch einmal. Hoch. Und hoch. Perfekt. So, es geht weiter mit einer Übung ein bisschen für die Aufrichtung, für die Kräftigung des oberen Rückens. Und zwar, ihr nehmt die Arme nach vorne. Hier seid ihr immer schön stabil, ne? Beckenboden angespannt, nichts rein, nichts raus. Und dann werden jetzt die Ellbogen nach hinten gezogen, die Schulterblätter ziehen zusammen. Ihr dreht die Hände nach außen auf. Und versucht hinten die Schulterblätter so eng wie es geht aneinander zu bringen. Kurz halten. Sehr gut. Also, ihr könnt die Schultern weit mit nach vorne nehmen. Dann ziehen die Schulterblätter nach hinten runter. Die Ellbogen gehen mit. Eng zusammen außen rotieren. Und die Spannung halten. Das Ganze noch einmal von vorne. Ja? Schultern vor und dann ziehen die Schulterblätter nach hinten runter, Spannung aufbauen, Außenrotation, Bauch ist angespannt, ihr atmet trotzdem noch hin und wieder und lockern. Jetzt kommt noch etwas dazu. Jetzt nehmen wir die Schultern noch ein bisschen mehr dabei. Das heißt, die Übung bleibt bis hier, rausdrehen und jetzt kommen die Arme noch mit hoch. Ihr dreht jetzt im Schultergelenk noch ein bisschen stärker, Spannung aufbauen, Aufrichtung und nach oben. Noch ein letztes Mal. Schön nach hinten ziehen, richtig zusammen und nach oben. So, jetzt noch zwei Übungen, um ein bisschen Nackenmuskulatur mal zu lockern. Wir fangen an, indem wir ein Kreuz durch die Schulter malen. Das heißt, ihr zieht die Schultern Richtung Nasenspitze und bringt sie dann nach hinten Richtung Fersen. Nasenspitze, Fersen. Nasenspitze, Fersen. Nasenspitze, Fersen. Noch zwei. Und dann ein letztes Mal. Und jetzt kommt die andere Seite des Kreuzes. Und zwar zieht ihr die Schultern jetzt zum Hinterkopf. Ja, richtig hoch. Und dann nach vorne unten Richtung Fußspitzen. Achtet darauf dabei, dass ihr wirklich die Schultern bewegt und nicht die Wirbelsäule, ja? Also hinten oben, vorne unten, Hinterkopf, Fußspitzen noch zwei. Und der letzte. Et voilà.
Schritt 2 für die Lockerung des Nackens. Wir spannen jetzt erstmal alles an, was da anzuspannen ist. Ja, vom Rückenmuskel. Das heißt, wir ziehen ganz fest die Schultern hoch, so hoch wie es geht. Dann ziehen wir die Schultern nach hinten. Dann nehmen wir noch den Kopf in den Nacken, sodass ihr richtig alles spürt, was da verspannt ist. Und dann kommt die Gegenbewegung. Schultern runter, nach vorne, Kopf locker hängen lassen und mal so ein bisschen nicken. Das machen wir noch einmal. Mit Kraft hochziehen, anspannen, nach hinten bringen. Kopf in den Nacken, richtig Spannung spüren, spüren, spüren. Und dann Schultern runter, nach vorne, Kopf hängen lassen und auch mal so ein bisschen seitlich nicken. Und ein letztes Mal. Aufbauen nach oben, nach hinten, Kopf in den Nacken, schön die Spannung spüren. Dann wieder runter die Schultern, nach vorne und den Kopf hängen lassen. Jetzt ist er locker. So, ein bisschen windig hier, ein bisschen kühl, deshalb aktivieren wir uns erstmal ein bisschen. Und zwar fangen wir an mit einem Bein, immer einen Schritt vorwärts und einen Schritt rückwärts, das gleiche Bein. Einfach ganz locker vor, zurück. Ja, ruhig die Arme auch so ein bisschen im Schultergelenk mitbewegen. Ganz lockere Bewegung vor, zurück. Dann natürlich das Ganze auch mit dem anderen Bein. Ja, so ein bisschen wippen, Federbewegung. Immer mit dem gleichen Bein, was in Bewegung ist. Und das Ganze zur Seite. Ja, dass man da so ein bisschen hier mal seitlich rausgeht. Tschakka! Jawohl. Um auch den Oberkörper jetzt ein bisschen noch mit dabei zu kriegen, fangen wir einfach mal an, ein bisschen ganzen Körper locker zu schwingen. Und dann zunehmend die Arme immer mehr nach oben bringen. Und jetzt kommt der Oberkörper noch dabei. Ganz locker. Hoch hinaus. Soll reichen.